Damit hallo und herzlich willkommen zu Lost Ark. Es ist jetzt inzwischen 21:30 Uhr. Ich habe es dann endlich mal geschafft, hier alles mal so zum Laufen zu kriegen. Und so, wenn ich auf den Server, wie ich möchte, kann ich da nicht hinkriegen. Ich habe keine Lust auf eine Warteschlange. Boom! Ich probiere das vielleicht mal heute Morgen. Morgen früh, so. Mal gucken, wo ich mich hingeschrieben ist. Ich werde jetzt aber erstmal ganz kurz die Klassen hier angucken. Und ja, es gibt einige. Als erstes hätten wir den Krieger. Und können wir den Berserker ziehen, also kleine Linie machen. Das ist für alle. Sieht schon mal richtig sexy aus. Dann haben wir den Pistolenlanzer. Das sieht auch so sehr. Oh, interessant. Der ist auf jeden Fall geil. Und den alten Paladin. Der ist aber ein bisschen zu vorderen. Paladin. Der Schilde. Geil. Gehen wir weiter. Gehen wir mal. Hi. So, das könnte sein. Warte. Gerade kann ich halt keine Kontrollen. Und dann der Zauberin, ja. Dann bin ich klar. Ein bisschen einbauen. So. Weiter. Die will ich auch mal. Was sind wir da? Der Kriegstänzer. Das ist schon ziemlich schön aus, ne? Ja, Mann, Bam Lee, Junge. Ja, ich brauche ja Kampf. Kann der gar nicht. Und der kommt für mich auf jeden Fall. Ja, man kann man hier. Junge, ist wirklich Dante. Der kann der Schaf jetzt im Rennen. Schaf. Na, da kann. Boom. Das ist hier. So, dann gucken wir mal die Kanonen. Das heißt, das bleibt. Das ist auch nur eine Kunstschöpfung. Nur. Ein. Das kommt natürlich. Ja, ne? Dann haben wir. Achso. Assassine. Ah, die Todesklinge. Oh, ja. Pack. Und nicht was drauf. So. Die Schattenjäger. Das waren jetzt schon mal alle Klassen. Jetzt ist die Frage. Was nehmen wir? Ich hatte mit meinem Arbeitskollegen gequatscht hier. Yo, Mann, ich nehme den. Ich sag mal so.
Und hört zu. Wir sind die Delane. Jene, die dem Chaos entstiegen. Wir sind die Avesta, die Beschützer von Phaeton, unserer Heimat. Wir wandeln auf einem Pfad zwischen Kontrolle und Auslöschung. Wir erhalten Missionen, die für andere nicht zu bewältigen sind. Wir kümmern uns um die Verräter. In dieser Welt heißt es fressen oder gefressen werden. Hört die Stimme. Die Stimme ruft mich. Deine letzte Mission war erfolgreich. Du stelltest dich erfolgreich der Dunkelheit. Doch du gabst niemals klein bei. Du überwandest deine innere Dunkelheit und beschütztest dein wahres Selbst. Was bedeutet, dass die Zeit für eine neue Mission gekommen ist? Avesta, begib dich zum Licht. Und finde die Stärke, um eine Welt zu beschützen, die dich verachtet. So, das können wir reinrücken, ne? Also hat jede Klasse eine Geschichte. Grüße jetzt nicht alle an. Könnte ich schon machen, keine Frage. Ich mir zur Seite mal. Anpassen. Das ist das nämlich, was mich interessiert. Oh. Oh, auch. So, was haben wir denn jetzt? Outfits anziehen. Jo, wir nehmen natürlich das. Das wird das nämlich sofort. Das ist egal. Auf die Kinder sind da. So, ist okay. Nur jetzt überhaupt darum zu zappeln. Zieht man ein bisschen weniger an. So. Wir gucken uns jetzt erstmal an. Voll die Hälfte jetzt ein bisschen. Wir haben sich die Finger ranprobiert. Und wo ist die Maus? Wo ist die Maus? Okay, so, gucken wir uns erstmal durch. Ja, man hat wieder, Gott sei Dank, nicht wenig Ausfall. Ja, okay. Also, wir bleiben bei der, ja. Oh Gott, ja. So, Augen. Braun, ja, die, jetzt kann ich die Augenposition ändern, die Höhe hier so ein bisschen, mach die ein bisschen höher, ich mach den Abstand ein bisschen weniger, nur so ein Winkel, der Winkel bleibt auf jeden Fall in der Mitte nahe, die Augenbrauen, die Höhen, Tiefen, wir machen die relativ so, der Winkel ist okay, Wangen, die Wölbung, hör auf mitzugucken, Mensch, das bleibt so in etwa, Kinn, was du für ein Kinn, du hast ein ganz schön dickes Kinn, ja. Plus, minus. Ein bisschen, ne? Nase, ne? Ja, nein, ich mich am Arsch. Ja, ist okay. So, das ist jetzt das Gesicht. Oh. Ja gut. Hier ist mal die Haare durch. Oh Gott. Ja. Ja, kann ich bitte weniger Rüstung haben? Geht das? Danke. So. Ach du Scheiße. Ja, ich bin auf jeden Fall schon mal ein Typ für lange Haare. Wir gucken uns natürlich trotzdem alle durch. Nein, nicht so. Ja, okay, da fehlt der Step. Ja, hier hat man einen Bügel oben drauf. Jo. Komm mal, Locke. Oh ja, hier. Ino. Aus Naruto. Mhm. Ja.
auch wieder detailreich, ne? Jo. Beste. Entschuldigung. Finde ich gut so. Ich bin für lange Haare, das heißt, ich werde dann wahrscheinlich... Gibt's nichts über ein Auge so? So richtig lange Haare über ein Auge? Das ist in jedem Spiel eigentlich. Das ist eigentlich auch ganz cool mit der einen Seite geflochten, aber ich werde die hier, glaube ich, nehmen. Zweifarbig. Och Gott, Leute. Yo, Alter, was sind das für Farben? Richtig krass grün. Ja, krass rot, ne? Alter Schwede. Sonne? Yo, yo. Hier, warte. Hier, das nehmen wir. Und die zweite Farbe hier. Oh, ja. Jo, dann müssen wir wieder ein bisschen ändern. Sekunde. Ja, nee. Her. Jo, weiß. Weiß-rot? Ja, also das wird noch eine Folge über Charakterstellung. Allein die Haare machen mich schon fertig hier. Das gefällt. Weiß nicht, warum es gefällt. So, Intensität. Da können wir glänzen lassen. Ja, machen wir ein bisschen weniger. Machen wir ein bisschen weniger. Das ist zu viel. Zweifarbige erweiterte Einstellung. Nein, danke. Das lassen wir jetzt aus, bitte, oder? Alter Schwede. Leute, das ist richtig geil. Das ist richtig gut. Warum? Machen wir aus. Das möchten wir nicht. Danke. Das ist richtig geil. So, jetzt kommen wir erstmal. Ich kann nicht näher ran. So, die Irisse. Die können wir groß oder klein machen. Ich versuche wieder in die Mitte zu setzen. So, mehr oder weniger. Augenfarbe. Also das Auge normales Weiß. Das hat dann jetzt so richtig grün Augen. So. Gucken wir genau. Was haben wir da? Haben wir Sharingan oder so? Entschuldigung. Ich muss mal kurz hier. Was ist denn das in die Augen? Pentagramm. Herzchen. Okay, ich nehme die Herzchen. Ich weiß nicht warum. So, eigentlich kann ich jeder Auge einzeln machen. Gold. Sekunde. Was? Wie coming down hier? Nix jetzt down hier. Da gibt's Haue. Wir nehmen einen. Sekunde. Kritze grün. Und blau. Oder rot. Ja, wir haben immer rot, ne? Rot und grün. Komm, gibt's vielleicht auch ein Herzchen. Bäm, so. Ich sehe da schon... Oh Gott, was ist denn das jetzt schon wieder? Die Haut. Habe ich Falten? Ich bin nicht alt? Nein, ich bin nicht alt. Glänzend, was ist das denn? Ah, Sommersprossen. Soßbrille. Nein, haben wir nicht. Wir richtig hinsetzen hier. Tja, oh Gott, Make-up, Alter. Was haben die denn hier alles, ey? So, also. Weg mit dem Mikro. So, was haben wir jetzt hier? Wir haben jetzt braun, die Augenbrauen Farbe. Sie brauchen ein bisschen Farbe, ne? Tut sich hier auch irgendwas? Uhu. Keine Ahnung, behalten wir so. Achso, die Karte brennt. Okay, Augen. Okay, wir nehmen natürlich Eyeliner ohne genau. Ja, Eyeliner-Farbe, Lidschattenfarbe. Oh, jetzt sieht mich gar nicht mehr, weil ich so tief bin. Ich hab vergessen, dass die Kamera anders steht inzwischen. Geil. Auf jeden Fall irgendwas. Was ein bisschen nach hinten geht, so. So wie das. Ist mal die Frage. Verpiss dich jetzt. Wir haben noch Tattoos. Das sieht eigentlich ganz cool aus, ne? Ach du Scheiße. Ja, Leute. Es ist jetzt ja nur nicht übertrieben. Guckt euch die Sachen an. Guckt sie euch einfach an. Wenn, dann würde ich das hier. Wie Sense oder sowas.
ist ja wirklich schön, ne? Aber das ist viel zu viel, Leute. Viel zu viel. Mehr. Ja, ich habe einfach so eine komische Kittykette auf der Wange, oder was? Komm, wir nehmen das hier, aber das gefällt mir überhaupt nicht. Von der Intensität her. Junge, das sieht wie aufgeklebt aus. Das passt da ja gar nicht hin. Tattoos? Nein. Es sei denn... Moment. Nein. Nee. Aber das sieht so unecht aus. Als ob es da nicht hingehört. Wir können höchstens die andere Seite hier nehmen. Das behalten wir so. Ja. So, gehen wir in die Wangen rein. Oh Gott. Wangenrötung. Die ist besoffen. Okay, habe ich ganz vergessen. Dann machen wir nichts. Das ist doof. Das ist doof. Das gefällt mir nicht. Die Lippen. Das ist ein bisschen Power hier. Was ist denn hier rot? Tut sich natürlich wieder nichts. Gib mir jetzt nochmal richtige Lippen hier. Danke. Mensch. Das passt nicht. Das gefällt mir nicht. So, so. Lassen wir so. Speziale. Ruhig. Wie ein Ton. Das ist nervig, das nehme ich. So, bitte geben Sie einen Namen ein. Ja, damit. Dieser Name ist bereits vergeben. Was soll das denn? Das geht ja gar nicht. Das ist mein Name. Charakter enthält ein unzähliges Zeichen. Was soll das? Warte mal, vielleicht kann ich ja Doppelnamen nehmen. Ach nee, ich kann nicht groß schreiben. Okay. Ich will nicht mal meinen Standardnamen. Ne. Ja, Doppel-E. Wie geht das? Der Name ist bereits vergeben. Ja, natürlich. Ich pausiere mal kurz und überlege mir einen Namen. So, die zwei kommen wieder weg. Das ist meine Pause. Lucht und zugenäht. Das kann doch nicht wahr sein. Wieso gibt es diese ganzen Namen schon? Akiko. Lalalala. Ah. Jetzt aber. Ah, dieser Name, der ist korrekt zu verwenden. Ja, danke. So Leute, Powerpass ist verfügbar. Ich habe jetzt einen Charakter erstellt. Nach 18 Minuten. Das sind ja gekreuzte Schwerter. Hintergrund. Ich kann die Hintergründe ändern. Gucken wir uns das noch kurz ein bisschen durch. Okay, ja? Okay, was haben wir hier? Plätze tauschen. Erweiterung benötigt. Leute, ich habe schon das teure gekauft. Also nicht das ganz teure. Gott bewahre. So schlimm sind wir dann doch nicht. Ja, wir gucken noch mal ganz kurz. Ich gehe noch mal kurz zurück. Einen Moment bitte. Dauert ein bisschen. So, ich möchte. Ne, ich glaube, ich bin einfach hier angemeldet. Ne, boah. Nein. Ich möchte nämlich gerne hier hin. Ah, wenn ich da hingucke. Ja, ne, die Zahl da, die 17.905 in der Warteschlange. Nein. Das wird nicht funktionieren, wirklich. Ich werde es nachher wohl um 5 Uhr nochmal probieren. Aber ja, ich werde mal ganz kurz noch ein Föhlchen von machen. Und ich hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge. Ja, ich werde anfangen mit ein paar Leuten. Erstmal werde ich aber alleine spielen. Und bis dahin. Ich hoffe, ihr seid gehypt. Das Spiel wird interessant. Hoffe ich. Bis dahin. Tschüss.